Hallöchen und guten Morgen, liebe Leute. Links werden gerade Kartoffeln abgeladen. Ich bin in der Ortschaft Eichberg und starte von hier die 31. Etappe, die Grenzen des Waldviertels. Habe jetzt einen Anweg bis Rheinpolz, Lagerberg von 8 Kilometer ungefähr. Bleib's dabei. Ich habe eine Touränderung geplant, wird sicher spannend. So, hier haben wir den Leinsitz. Ich bin schon am Ortsende von Eichberg, jetzt geht es nach Oberlembach. Ja, da haben wir zwei Schlossdächer, das ist der erste, alles eingezäunt. Und da drüben, gleich haben wir den nächsten. Schlossteich in Unterlembach. Schwarze Katze. Die Kapelle von Unterlembach. Schön renoviert. Relativ groß. Hier vorne. Ja, ein Bauernladen, alles Bio hier. Ja, was man noch machen kann aus einem kaputten Topf, gibt es noch Möglichkeiten. Die Kapelle von Oberlembach. Habe ich gerade den Sockel renoviert. Von der anderen Seite. Sicher zugesperrt, nehme ich einmal an. Ja, klar. Gefallene. Ja, da hat auch schon länger niemand gewohnt in dem Gebäude. Bin am Ortsende von Oberlembach. Bin im Ort Rheinpolz. Das ist nun der Startpunkt der 31. Etappe. Hier nochmal der Teich. Und jetzt komme ich zur Überraschung. Aber da muss ich erst hingehen, muss dranbleiben. Ja Leute, hier ist meine große Überraschung. Heute selbst erst entdeckt beim Durchschauen der Tour, die Sternwarte. Höhenberg, in der Nähe der Ortschaft Höhenberg. Hat mir ein Einheimischer gesagt, im Verein musste die örtliche Gemeinde unter die Arme greifen, um das wieder instand zu setzen. Ja, neue Tür gemacht worden anscheinend, die Kuppel oben. Schauen wir ein bisschen. Gibt es eine Infotafel, werde ich dann verlinken. Wer sich das anschauen möchte, sicher interessant, oder mal herkommen. Der Betreiber ist die Waldviertler Astronomische Gesellschaft, W4AG, Informationen und so weiter, verlinke ich dann auf der Homepage. So schaut das aus. Mit Sitzbank. Damit man auch im Freien heraus die Sterne in der Nacht beobachten kann. Oben gibt es einen Rund, kann ich raufschauen, einen Rundgang.
vorne. Da gibt es ein Windmesser oben, keine Wetterstation. So, jetzt geht's runter nach Höhenberg, Hochbehälter. Da haben wir einen Wasserbehälter für die Ortschaft Höhenberg. Wasseraufbereitung hier. Ja, interessant, diese Straße endet hier auf einmal. Eigenartig. Ich nehme an, eine Hubertuskapelle. Da hinten haben wir einen schönen Stein. Die schauen wir uns noch an. 81 gemacht. Ja, schlicht, aber nicht schlecht. So, was haben wir da für einen Stein? Ein schöner Brocken. Ja, es gibt wieder was für mich. Der Dollfußstein. Interessant. Ein berühmter Mann. Heimat, treu sind wir geblieben. Interessant. Ja. Die Kapelle von Höhenberg, gar nicht so klein, fast wie eine Kirche. So, sogar Gasthaus gibt es da in dem Ort. Bin ja voll überrascht. Mit Schremser Bier, eines der besten Biere, die es gibt. Ja. Ja. 1878. Offen, ja oder nein? Was glaubt ihr? Ja, sehr schön. Mit Holz, ja. Endlich, Kirche schon. Keine Kapelle. So, nun geht's weiter zur Grenze, zum geplanten Weg. So, da unten sehe ich schon die Grenze. Ich versuche jetzt einige Kilometer wieder entlang der Grenze zu gehen. Mal schauen, ob das begehbar ist, ob das möglich ist. Ja, schaut auf den ersten Blick hier mal ganz gut aus.
ja, Boden ganz weich. Das Moos überhaupt noch nicht gesehen. Weiß. Da drüben ist ein leichtes Moor, ein Sumpfgebiet. Jetzt auf tschechischer Seite. Ich würde sagen, das Modell Hochstand Grenze. Dankeschön, die Brücke passt gut. Modellanhänger Hochstand. So, das eingezäunt. Ich hoffe, ich kann da links marschieren. Die Grenze ist da genau, wo der Weg ist. Ja, ich komme jetzt gleich in die Stadt, Bezirksstadt Gmünd, die ersten Häuser. Da werde ich noch ein paar Einstiege machen, nach Tschechien rüberschauen, besonders dort, wo die Franz-Josefs-Bahn fährt. Bleibt noch ein bisschen dran, es wird sicher noch spannend. Ja, der Friedhof, da gehört schon zu Tschechien. Ich muss da entlang der Mauer gehen, sonst brauche ich den Ausweis. Ich bleibe in Österreich. So, ich kann nicht da marschieren. Da. Ja, die roten Häuser, die neuen, gehören schon zu Tschechien. Da dürfte eine alte Fabrik sein, ein Schlot, ein Teich. So, ich muss jetzt da geradeaus und dann links. Grenzübergang Tschechien-Österreich bei der Ortschaft Wielands. Mit Straße. Česke Velenice, wo auch die Franz-Josefs-Bahn endet und fährt momentan nicht Schienenersatzverkehr. Und hier die Ortschaft Wielands. Das Gebäude hier, verlassene, könnte irgendwas mit Grenze zu tun gehabt haben. Vielleicht ein Grenzposten. Dillensitz bei Ehrendorf. Die Kirche von Ehrendorf. Weiter geht's jetzt. Ja, da haben wir Dillensitz. In der Mitte vom Fluss, wieder die Grenze.
nicht allein sitze, dieses Gebäude. So, sogar das Dach wurde hier hergerichtet. Interessant. Hinter die Lens jetzt vorne. Ein Schuppen oder. Aha, alles mit Strom. Ja, hier wieder die Grenze. Da oben die Trasse der Franz-Josefs-Bahn nach Český Velenice. Ja, hier jetzt das Haus der Münter Zeitgeschichte, frühe Auskunftsstelle. Da war ein Flüchtlingslager hier früher, hinter diesem Bogen. Unglaublich, gar nicht zu glauben. Ja, die Waldviertelbahn kommt hier rein, fährt nach Gmünd zum Bahnhof. Da gibt es aber ein extra Gleis, was das ist, würde mich interessieren. Zur Grenze, weil das Gleis, das Schmale, geht nach Tschechien, da ist das eine stillgelegte Schmalspurbahn nach Tschechien. Ja, das ist ein Gleis Richtung Tschechien und endet dort vorne. Ob das weitergegangen ist früher, muss man recherchieren. Wer das weiß, in die Kommentare schreiben. Es endet hier, das Gleis. Ja, ja, das war eine Eisenbahnbrücke. Jetzt Fußgängerübergang und Radfahrer nach Tschechien. Könnte Eisenbahn gegangen sein hier. Hier ist die Grenze. Grenzübergang. Ja. Ausgenommen Radfahrer. So, nach 5,5 Stunden und 23 Kilometer Bahnhof Gmünd bei der Waldviertelbahn angekommen. Hiermit beende ich die 31. Etappe der Grenze des Waldviertels. Ich werde von hier wahrscheinlich die 32. Etappe starten. Also schaut's wieder vorbei, würde mich freuen. Tschüss!